Namaste. Willkommen zur Yin-Yoga-Klasse heute. Ich bin Susu und ja, im Yin-Yoga geht es ums Loslassen, Entschleunigen, Runterfahren. Wir gehen in Haltungen, die vor allem die Faszien dehnen. Und wir werden unsere Muskeln möglichst nicht anstrengen. Und ja, wir dehnen. Wir dehnen die Faszien so, dass der Körper geschmeidig bleibt und die Faszien gut mit Nährstoffen versorgt werden und nicht verkleben. Dafür ist Yin-Yoga perfekt geeignet. Und gleichzeitig, ja, kommen wir in Kontakt mit unserem Körper. Dadurch, dass wir sehr lange in den Haltungen bleiben und Zeit haben, uns in uns zurückzukehren, haben wir auch die Möglichkeit, mal hinzuhören, in Kontakt zu treten, in Kommunikation zu treten mit unserem Körper und zu sehen, hat er uns vielleicht was zu sagen, wenn wir irgendwo einen Schmerz haben oder eine Verspannung, dass wir da mal reinfühlen, dieser Stelle liebevolle Aufmerksamkeit schenken und mal schauen, wo kommt diese Verspannung her? Was kann ich tun? Was will mir der Körper vielleicht damit sagen? Ja? Und wir starten mit einer Meditation zum Ankommen. Vorher brauchst du ein paar Hilfsmittel. Im Yin-Yoga machen wir es uns immer richtig schön gemütlich, dass wir gut in die Haltungen rein entspannen können und loslassen können. Insofern eignen sich wunderbar zwei Blöcke. Dicke Bücher tun es auch. Eine Decke, du kannst dir noch ein paar Sofakissen holen, immer gut. Und vor allem, wenn du kein Bolster hast, brauchst du vielleicht eine größere Decke, die du rollst, oder ein größeres Sofakissen. Zieh dir auch gerne etwas Lockereres an, auch gerne was Langärmliches, damit dir warm ist. Polster deine Matte gut aus, damit von unten keine Kälte kommt. Dreh die Heizung gerne nochmal auf. Also du solltest dich wirklich gemütlich, warm und wohlfühlen. Ja. Gut, dann komm bitte in einen Schneidersitz, gerne leicht erhöht. Ich sitze bereits auf einem Block. Dann schau mal, dass deine Sitzhacker wirklich schön Kontakt haben mit der Unterlage. Richte die Wirbelsäule auf, entspanne aber die Schultern. Die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln und dann atme tief ein und mit der Ausatmung schließ sanft die Augen. Jetzt komm erstmal hier auf der Matte in dieser Situation und vor allem auch in deinem Körper an. Wir sind ja meist den ganzen Tag über in unserem Kopf. Unser Körper dient uns nur als Werkzeug, das funktionieren muss. Und wir sind sauer, wenn es nicht funktioniert. Hier wollen wir unseren Körper wieder spüren. Wir gehen von außen nach innen. Das heißt, hör mal auf Geräusche in der ferneren Umgebung und versuch auch, diese Geräusche zu unterscheiden. Was kannst du gerade hören? Und jetzt hör mal auf die Geräusche in deiner unmittelbaren Umgebung.
Nun spür die Luft auf deiner Haut, die Temperatur der Luft auf deiner Haut. Jetzt spür die Teile deines Körpers, die auf der Matte aufliegen. Dein Po, deine Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße. Und jetzt entspann nochmal deine Schultern. Entspann auch deine Gesichtsmuskulatur, vor allem den Punkt zwischen den Augenbrauen. Entspann auch den Kiefer, nimm die Zahnreihen auseinander. Die Zunge liegt ganz locker in der Mundhöhle. Jetzt beginn dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Beobachte ihn aber nur, beeinflusse ihn nicht. Atme ganz ruhig weiter, ruhig und gleichmäßig. Spür, wie die kühle Luft durch die Nasenlöcher eintritt und angewärmt wieder ausströmt. Spür auch, wie dein Brustkorb sich weitet und wieder zusammenzieht. Lass aufkommende Gedanken am Himmel vorbeiziehen, als wären sie Wolken. Kehr immer wieder zurück zu deinem Atem. Mit der nächsten Einatmung nimm die Hände über den Kopf, streck dich lang Richtung Decke, die Hände berühren sich. Mit der Ausatmung Hände vors Herz, senk das Kinn leicht. Jetzt öffne langsam die Augen, bis dein Blick wieder klar wird. Wir fangen an mit der Schmetterlingshaltung im Liegen. Dafür nimm deine Decke und roll sie längs. Leg sie in die Mitte der Matte, ins obere Drittel. Für den Kopf nimm einen Block oder ein Kissen. Besser ein Kissen, denn die Blöcke kannst du auch gut verwenden, um deine Knie zu stützen. Dann setz dich mit dem Kreuzbein an die Decke ran. Nimm die Fußsohlen aufeinander wie im Diamantsitz und schau mal, je näher du die Füße ranziehst, desto intensiver ist die Dehnung hier in den Leisten.
Wir sollten im Yin-Yoga nicht immer gleich in die volle Dehnung gehen, direkt am Anfang, denn wir wollen die Pose ja doch ein paar Minuten durchhalten. Hier bleiben wir jetzt 4 bis 5 Minuten. Also, geh nicht gleich in die volle Dehnung. Leg etwas unter deine Knie. Und wenn du dann soweit bist, atme ein, mach die Wirbelsäule lang und mit der Ausatmung lass dich Wirbel für Wirbel runter auf diese gerollte Decke. Und du merkst schon, dass dein Brustkorb in dieser Position wunderbar geöffnet wird, auch die Hüften. Die Arme liegen mit etwas Abstand entlang des Körpers. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Jetzt komm hier an. Atme ruhig und gleichmäßig. Und mit jeder Ausatmung lass deinen ganzen Körper schwerer werden. Der Boden hält dich. Hab Vertrauen und lass hier los. Atme gerne in den Bauch. Die Bauchatmung ist unsere natürliche Atmung, auch die Atmung eines Babys. Wir Erwachsenen neigen aber dazu, den ganzen Tag über nur flach in unsere Brust zu atmen. Meistens bedingt durch Stress und Hetze. Deshalb atme jetzt mal hier bewusst in deinen Bauch, sodass du wirklich spüren und sehen kannst, wie deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Vier Minuten ab jetzt. Schließ die Augen. Lass noch etwas mehr los, vor allem im Becken.
Vertief die Atmung, mach dich bereit, aus dieser Pose herauszukommen. Komm bitte langsam und achtsam heraus, denn wir haben unserem Körper jetzt Zeit gegeben, sich dieser Pose anzupassen und hinzugeben. Wir sollten ihm auch die Zeit geben, langsam wieder rauszukommen. Dafür, mit der nächsten Einatmung, komm auf die Unterarme, richte dich auf, nimm die Blöcke unter den Knien raus, dann nimm auch die Hilfsmittel unter dem Rücken weg, stell die Füße vor dir auf, greif in deine Kniekehlen, komm Wirbel für Wirbel ins Liegen. Nimm die Füße mattenweit, lass die Knie x-ig zueinander fallen. Spür nach. Atme ein und komm über die Seite nach oben ins Sitzen. Wir kommen als nächstes in die Libelle. Wenn deine Oberschenkelrückseiten verkürzt sind, wie bei uns eigentlich fast allen, dann setz dich bitte erhöht auf eine Decke. So fällt es dir leichter, aufrecht zu sitzen. Du kannst dir auch zwei Blöcke bereitlegen, die du unter deine Knie legen kannst. Ja. Und dann komm in eine gegrätschte Haltung. Die Füße müssen nicht geflext sein im Yin-Yoga. Und du darfst deinen Rücken auch gleich runden. Vorher wollen wir uns hier vorne noch ein kleines Türmchen bauen, auf dem wir unseren Kopf ablegen können. Wenn du keine Hilfsmittel hast, dann geht das auch ohne. Aber mit ist die Entspannung auf jeden Fall viel größer. Ich nehme jetzt mal hier die Blöcke her. Guck mal, welche Höhe angenehm für mich ist. Wie gesagt, geh nicht gleich ins Volle. Leg dir auch gerne was unter die Knie, ja. Vor allem, wenn du nicht so flexibel bist. Und wenn du dich dann eingerichtet hast, atme ein, richte die Wirbelsäule nochmal auf. Und mit der Ausatmung komm nach vorne, runde den Rücken und spann die Schultern. Die Hände kannst du hinlegen, wo es dir angenehm ist. Komm hier an, lass los, lass den Oberkörper ganz schwer werden, atme. Wir bleiben hier 3 Minuten. Entspann den Kiefer. Lass los in den Füßen. Atme.
Mit der nächsten Einatmung heb den Kopf langsam. Komm wieder nach oben. Leg die Hilfsmittel zur Seite. Hilf deinen Knien nach oben. Oh. Und dann lass dich gerne mal über deinen Knien ab. Spür nach. Wir bleiben gleich hier in dieser sitzenden Position und kommen in die Raupe. Die Raupe ist eine ähnliche Haltung, nur strecken wir unsere Beine nach vorne aus. Du kannst leicht erhöht sitzen bleiben, richte dich hier nochmal ein, dass du wirklich deine Sitzhöcker spüren kannst, dass du wirklich auf der Kante nur dieser Decke sitzt. Und dann bau dir wieder eine Unterlage. Zum Beispiel längs in dem Fall. Lass locker in den Füßen. Atme ein, richte dich auf Wirbelsäule lang. Mit der Ausatmung lass den Oberkörper nach vorne sinken. Leg die Stirn ab. Auch hier gilt, loslassen in den Schultern, entspannen im Kiefer und auch im ganzen Körper schwer werden und alle Anspannung an den Boden abgeben. Wir bleiben hier auch 3 Minuten ab jetzt. Lass dich mit jeder Ausatmung tiefer sinken.
Mit der nächsten Einatmung. Heb den Kopf, beweg dich wirklich wie in Zeitlupe. Nimm die Hilfsmittel zur Seite. Komm in die Mitte der Matte, stell die Füße auf und komm sicher, indem du unter die Kniekehlen greifst, in die Rückenlage. Oh, streck alle Viere von dir, wie in Shavasana. Und lass die letzte Pose auf dich wirken. Atme mal tief durch die Nase ein und durch den Mund vollständig aus. Noch zweimal so ein und aus. Ein und aus. Atme normal weiter. Jetzt haben wir die Vorderseite gedehnt und die Rückseite. Es fehlen noch die Seiten. Und dafür gehen wir in unsere Banane, Bananasana. Dazu streck die Arme über den Kopf und greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Beweg die Arme, die Hände nach rechts und dann schlag den linken Fuß über den rechten und beweg die Beine ebenfalls zur rechten Seite, sodass du jetzt in eine gekrümmte Haltung kommst, die Form einer Banane. Wenn du hier eine angenehme Dehnung erreicht hast, dann lass hier los, schließ die Augen, atme in die linke Seite hinein und genieße diese wunderbare Dehnung. Denk an die Bauchatmung. Kannst du auch den Kopf ein wenig zur Seite drehen, zur rechten Seite, wenn dir das angenehmer ist.
Atme tief ein, komm zur Mitte zurück. Nimm die Arme runter. Nimm die Füße mattenweit. Spür nach. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme wieder über den Kopf. Andere Seite. Greif mit der linken Hand das rechte Handgelenk. Bring den Oberkörper und die Arme zur linken Seite. Dann bring auch die Füße nach links. Schlag das rechte Bein übers linke. Schau, ob die Dehnung so ausreichend ist oder vielleicht sogar zu intensiv. Wir bleiben hier circa 2 bis 3 Minuten. Schau mal, wo du deinen Kopf hindrehen willst. Schließ die Augen. Gib Anspannung ab. Atme ein, komm zur Mitte zurück, Arme runter, Füße mattenweit. Nachspüren. Dann atme ein, komm über die Seite nach oben. Jetzt kommen wir in eine etwas fordernde Haltung, den Drachen. Dafür kommen wir bitte in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter den Schultergelenken, die Finger sind gespreizt, die Knie sind hüftweit, die Fußrücken liegen auf. Und jetzt nimm den rechten Fuß neben deine rechte Hand an die rechte Außenkante der Matte. Ich nehme mal das Polster etwas nach vorne. So.
Du siehst jetzt, mein Bein und mein Arm sind in einer Linie. Und dann wander mit dem linken Knie nach hinten. Fußrücken liegt auf. Und von hier aus lass dein Becken sinken, bis du wirklich eine intensive Dehnung verspürst im linken Hüftbeuger, aber auch in den Leisten. Wenn es dir hier schon reicht, dann bleib hier. Du kannst aber auch noch auf die Unterarme kommen oder auf eine etwas leicht erhöhte Unterlage. Probier es mal aus. Auch hier sei nicht zu ehrgeizig. Wir bleiben auf jeder Seite 3 Minuten und die solltest du aushalten können. Drei Minuten ab jetzt. Lass vor allem im Becken los. Lass es sinken. Lass die Schwerkraft für dich arbeiten. Atme. Du kannst dich hier gut auch durchatmen, wenn die Dehnung sehr intensiv für dich ist. Normalerweise bleiben wir in den Hinhaltungen immer möglichst bewegungslos. Aber du kannst ja auch mal das Becken etwas von links nach rechts bewegen und schauen, wie dir das gut tut und wie das die Dehnung verändert. Noch eine Minute. Entspann den Kiefer, entspann den Punkt zwischen den Augenbrauen und auch die Schultern. Mit der nächsten Einatmung, wenn du auf den Unterarmen warst, dann komm wieder auf die Hände. Stell die linken Zehen auf, wander nach vorne mit dem Knie. Oh, wenn du willst, kannst du jetzt hier mal in den Runner's Stretch kommen. Das heißt, du lässt dein Becken nach hinten Richtung Ferse sinken und streckst dich über das rechte Bein aus. Zurück in den Vierfüßlerstand. Beweg dich gerne ein bisschen durch, räkel dich. Und dann mach dich bereit für die zweite Seite. Die kann sich jetzt ganz anders anfühlen. Ja. Schauen wir mal. Bring den linken Fuß vorne neben die Hand an die linke Außenkante. Unterschenkel, A und Arm sind in einer Linie. Und dann wander mit dem rechten Knie nach hinten. Wenn du sensible Knie hast, dann polster hier auch gerne aus.
Mein rechtes Knie ist heute sensibel. Und dann bleib entweder hier oder komm tiefer auf eine Unterlage oder die Matte. 3 Minuten ab jetzt. Das linke Knie darf auch ein wenig nach außen fallen, aber dann nimm bitte den Fuß mit und komm auf die Außenkante. Sonst überdehnst du hier deine Bänder im Fußgelenk. Lass das Becken sinken. Mit jeder Ausatmung weiter Richtung Matte. Das passiert eigentlich ganz von alleine. Du musst es nur zulassen. Bieg dich etwas von links nach rechts, wenn du magst. Lass auch im Bauch los, in den Schultern, im Gesicht. Mach dich bereit, wieder rauszukommen. Oh, stell die Hände auf, stell die rechten Zehen auf, komm mit dem Knie wieder nach vorne gewandert. Oh, löse auf, langsam und achtsam. Dann nimm die Kniematten weit. Die großen Zehen berühren sich. Und dann lass das Becken auf die Fersen zurücksinken. Und komm ins Kind zum Nachspüren. Mit der nächsten Einatmung heb den Oberkörper an und von hier aus komm bitte in Bauchlage. Von hier aus in die Sphinx. Die Sphinx, wie der Name schon sagt, sieht auch wirklich aus wie eine Sphinx. Die Ellenbogen sind unter den Schultern. Wenn du Probleme im unteren Rücken hast, dann nimm die Ellenbogen gerne etwas weiter weg vom Körper. Ansonsten liegen die Fußrücken
auf. Schüttel gern mal das Becken ein bisschen aus. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, also der Blick geht schräg unten auf die Matte. Jetzt schließ die Augen und lass dein Becken schwer werden. Kneif den Po nicht zusammen. Es sollte gar keine Muskelanspannung in deinem Körper sein. Schließ die Augen und spür, was diese Haltung mit dir macht. Bleib mir circa eine Minute, bis wir in einen wunderbaren, intensiven Twist kommen. Und jetzt zieh das rechte Knie etwa auf Bauchnabelhöhe nach oben. Nimm den linken Arm, fädel durch die rechte Schulter hindurch oder unter der rechten Schulter hindurch. Und dann öffne dich zur rechten Seite. Wenn du magst, leg dir unter das linke Knie, nein, das rechte Knie, das auf der linken Seite liegt, leg dir da gerne was drunter, wenn das angenehmer ist. Die Arme sind auf Schulterhöhe ausgestreckt. Der Kopf schaut entweder nach oben, kannst aber auch nach links oder nach rechts schauen. Probier es mal aus und dann schließ die Augen und genieß diesen wunderbaren Twist der Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in die Bauchlage, in die Sphinx. Schüttel dein Becken etwas aus. Atme tief ein und aus.
Und dann zieh das linke Knie auf Bauchnabelhöhe. Bring dein Hilfsmittel auf die andere Seite. Fädel den rechten Arm unter der linken Schulter hindurch. Und dann öffne dich zur linken Seite. Leg dir was unter das Knie. Du kannst auch deine Hand aufs Knie legen. Und da ein bisschen drücken, wenn du die Dehnung noch gerne intensivieren möchtest. Und schließ die Augen. Und atme in den schönen Twist hinein. Atme ein, komm in Rückenlage und mach dich bereit für die Endentspannung, Shavasana. Und in dieser Endentspannung möchte ich dich gerne begleiten mit einer Körperreise, einem Yoga Nidra. Yoga Nidra ist der sogenannte yogische Tiefschlaf und wir gehen mit dem Bewusstsein durch alle Körperteile, sodass jedes Körperteil mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, du musst nur meiner Stimme folgen. Leg dich also in Rückenlage, zieh dir gern was über, nimm die Brille ab, nimm Haargummi raus, mach's dir richtig schön gemütlich. Deck dich zu, zieh dir Socken an, leg dir gerne auch was unter die Knie, das entlastet den unteren Rücken. Und dann leg die Füße mattenweit, lass sie nach außen sinken. Die Arme liegen entlang des Körpers, die Handflächen zeigen nach oben. Heb dein Kinn ein bisschen, sodass dein Nacken lang wird. Schluck nochmal. Dann schließ die Augen. Und wir beginnen mit dem Yoga Nidra. Wir gehen, wie gesagt, durch den ganzen Körper. Wir beginnen mit der rechten Hand. Rechter Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, rechter Ellenbogen, Oberarm,
rechte Schulter, Achsel, rechte Taille, rechte Hüfte, Oberschenkel, Knie, Wade, rechtes Fußgelenk, Ferse, rechte Fußsohle, Fußrücken, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, fünfter Zeh. Spür jetzt in die linke Hand hinein. Linker Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, Achsel, Taille, linke Taille, linke Hüfte, linker Oberschenkel, Knie, Wade, Fußgelenk, Ferse, linke Fußsohle, Fußrücken, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, fünfter Zeh. Geh jetzt in den Rücken, spür in dein rechtes Schulterblatt, linkes Schulterblatt, der mittlere Rücken, der untere Rücken, rechte Gesäßhälfte, linke Gesäßhälfte, Wirbelsäule, der gesamte Rücken. Geh jetzt in deine Kopfkrone. Kopfkrone, Stirn, beide Seiten des Kopfes. Rechte Augenbraue, linke Augenbraue. Der Punkt zwischen den Augenbrauen. Rechtes Augenlid, linkes Augenlid. Rechtes Auge, linkes Auge. Rechtes Ohr, linkes Ohr. Rechte Wange, linke Wange. Nase, Nasenspitze. Oberlippe, Unterlippe. Zunge, Kinn, Hals. Rechte Brust, linke Brust, Mitte der Brust, Bauchnabel, Bauch. Nimm jetzt das ganze rechte Bein wahr, das ganze linke Bein, beide Beine, der ganze rechte Arm. Der ganze linke Arm, beide Arme, der ganze Rücken, die ganze Vorderseite, die ganze rechte Körperhälfte, die ganze linke Körperhälfte, die ganze Vorder- und Rückseite, der ganze Kopf, der ganze Körper. Der ganze Körper. Der ganze Körper. Bringe deine Aufmerksamkeit jetzt langsam wieder nach außen. Dein Körper liegt völlig entspannt da, du atmest langsam und ruhig.
Nimm noch einmal deinen ganzen Körper von der Kopfkrone bis in die Zehenspitzen wahr. Spür die Kontaktpunkte deines Körpers mit der Unterlage. Spür die Fersen, die Waden, dein Gesäß, deine Schultern, Oberarme, Handrücken und Hinterkopf. Stell dir den Raum vor, in dem du dich befindest. Jetzt beginn, kleine Bewegungen zu machen, mit den Fingerspitzen, mit den Zehen. Fang an, deine Gelenke zu kreisen. Streck die Arme über den Kopf. Räkel dich. Gähn, wenn dir danach ist. Und dann stell ein Bein nach dem anderen vor dir auf. Dann leg dich auf die rechte Seite. Bleib hier noch ein paar Atemzüge. Dann stütz dich mit der linken Hand nach oben. Komm noch einmal in einen bequemen, aber aufrechten Sitz. Lass die Augen geschlossen. Richte die Wirbelsäule auf, entspann die Schultern. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln. Senk das Kinn leicht Richtung Brust, sodass sich Verstand und Herz näher kommen können. Jetzt nimm die Hände vors Herz ins Anjali Mudra. Daumen berühren das Brustbein. Ich danke euch herzlich fürs Mitmachen, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen. Namaste.